Brothers and sisters, it will now be my privilege to present the general authorities. Ich werde Ihnen nun die General Officers of the Church for your sustaining vote. Ich darf Ihnen jetzt die Namen der Generalautoritäten, Gebietssiebziger und oberste Beamtinnen und Beamten der Kirche zur Bestätigung vorlegen. Wir bitten Sie, Ihre Unterstützung auf die übliche Weise zu zeigen, wo immer Sie auch sein mögen. Wer gegen einen der genannten Vorschläge ist, setzt sich bitte mit seinem Pfahlpräsidenten in Verbindung. Es wird vorgeschlagen, dass wir Russell Marion Nelson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigen. Dallin Harris Oakes als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Henry Benyon Eyring als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Dallin H. Oakes als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen und Jeffrey R. Holland als amtierenden Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen. Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bettner, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong, Ulysses Soares und Patrick Kieran. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Wer dafür ist, zeige es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Wir weisen darauf hin, dass am Donnerstag, dem 3. Oktober, in den Führerschaftsversammlungen im Rahmen der Generalkonferenz 6 neue Gebietssiebziger bestätigt und bereits auf der Internetseite der Kirche bekannt gegeben wurden. Wir bitten Sie, diese Brüder in ihren neuen Aufgaben zu bestätigen. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebietssiebziger und obersten Beamtinnen und Beamten bestätigen, wie sie derzeit im Amt sind. Wer dem zustimmt, zeige es bitte durch das Heben der Hand. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Brüder und Schwestern, vielen Dank für Ihren beständigen Glauben und Ihre Gebete für die Führer der Kirche.